Dann war Wendelin Mölzer, FPÖ. Aber allein nur, weil die Idee gut ist, heißt es so lange, dass der Antrag in der Sache dann wieder korrekt ist. Ja, also Vorschlag, den wir in dieser Form ablehnen. Wir sind uns einig, dass wir hier ein Problem haben im Bereich der Ferienbetreuung, der ganztägigen Betreuung. Das haben wir heute schon länger und ausführlicher diskutiert. Aber diese Herangehensweise ist eben aus unserer Sicht falsch. Lehramtsstudenten dürfen keine Gratis-Nachhilfelehrer sein und Lehramtsstudenten sollen auch keine Gratis-Ferienbetreuer sein. Das ist einmal festzuhalten. Das Problem müssen wir anders lösen. Da haben wir uns auch machen wir uns auch viele Gedanken. Es steht ja dazu auch wieder im Regierungsprogramm, auf das ich verweisen darf, ein paar Ideen, dass wir hier zum einen uns für die Ferienbetreuung Überlegungen anstellen müssen, wie wir das verbessern können. Und natürlich, und das habe ich heute schon an dieser Stelle ausgeführt, was die ganztägige Betreuung betrifft, wird es auch weiterhin Mittel geben, wenn der Bedarf gegeben ist, im Zuge der Wahlfreiheit. Vielleicht abschließend, weil es halt auch jetzt, glaube ich, der letzte Beitrag zur Bildungsdebatte ist, die wir heute sehr ausführlich führen konnten, und glaube ich, auch in großen Zügen sachlich diskutiert haben. Ich weiß schon, ich nehme mich da nicht ganz aus, dass man vielleicht da oder dort in Polemik kippt. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir versuchen, bei allen ideologischen Gräben, die es offensichtlich gibt, auch versucht, konstruktiv im Sinne der Zukunft unserer Kinder zu arbeiten und die Polemik eben versucht, hintanzustellen. Die Frau Kollegin Salzmann hat es ja auch angesprochen. Es gäbe noch viele Dinge, die man gerade auch in dem Zusammenhang mit Lehramtsstudenten diskutieren könnte und wo wir uns auch einig sind, dass wir was machen müssen im Bereich Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung, auch ein wichtiger Bereich, der vielleicht heute noch zu wenig angesprochen worden ist, Bereich Quereinstieg für Lehrer. Auch hier haben wir im Regierungsprogramm weitere Maßnahmen zumindest uns vorgenommen, weil wir wissen, wir haben einerseits einen drohenden Lehrermangel und auf der anderen Seite natürlich auch ein Problem, wenn es darum geht, die Lehrer entsprechend zukunftsorientiert auszubilden. Da müssen wir natürlich das, was derzeit in Umsetzung gewesen ist, evaluieren und uns dann anschauen. Wird ein schwieriger Weg werden. Eines kann ich natürlich schon sagen, das möchte ich auch festhalten, um da Abstand zu nehmen von eventuellen Lehrerbashing und dergleichen. Ich bin fest überzeugt, dass jeder, der den Beruf des Lehrers oder der Lehrerin eben ausübt, das mit bestmöglichem Wissen und Gewissen macht. Und dabei werden wir versuchen, Sie da draußen in den Klassenzimmern auch entsprechend zu unterstützen. Auf der anderen Seite geht es natürlich dann immer wieder um die Kinder. Wir werden natürlich auch alles tun, dass wir die bestmögliche Qualität für die Kinder haben. Wiewohl, das muss man auch dazu sagen, ich habe es heute schon gesagt, was nichts kostet, ist nichts wert. Ich höre immer nur gratis, gratis, gratis von der linken Seite. Das wird sich halt nicht ganz spielen. Das muss man auch klar festhalten. Danke.